Es ist Montag, der 12. März 2018 und ich bin heute 22 Jahre alt geworden. Schüttel dich mit dem Kopf. Du bist aber eigentlich. Auf meiner Karte, die ihr mir geschenkt habt, stand auch 22 drauf. Also es ist total wahr. Ich glaube aber, wenn man das Geburtsjahr hochrechnet, dass du eigentlich das ist ja, no matter what, habe ich seit ungefähr einem halben Jahr von einigen von euch den geheimen Sneak Peek bekommen, dass ihr irgendein Projekt plant. Auf jeden Fall bin ich so krank gehypt da drauf. Ihr habt Stunden runtergezählt, Tage runtergezählt. Joe DLC? Joe Deer, J-O-D-E-E-R und dann so ein C. Joe D... Verstehe ich nicht. Okay, warte, ich habe die Seite davon gefunden. Es gibt nämlich extra eine Seite dazu. Joe Deer Calusi heißt die nämlich. Wenn das Internet laden würde, so sieht die aus. Warte, ich will nicht gucken. Nein, oh, fuck, du hast gespoilert. Ich wollte nämlich eigentlich erstmal das hier zeigen. Das ist so das Ankündigungsbild davon gewesen. Und das haben so 20.000 Leute die ganze Zeit gepostet. Boah, ist das geil. Sei doch mal leise. Wir haben eine eigene Website für Joe Deer Calusi gemacht. So lange haben wir... Okay, ich gucke mir erstmal dieses Video hier an. Oh mein Gott, ich muss es erstmal retweeten. Das Internet hier ist ein bisschen scheiße. Das hat sogar ein Logo. Das hat sogar ein eigenes Logo. Da. Wow. Da. Das hier ist eine Fanpage für die liebe Dodikalistis. Eine Art Wikipedia-Artikel. Endlich habe ich meinen Wikipedia-Artikel wieder. Yes. Hast du mal einen, ne? Ja, ich hatte mal einen. Und dann habe ich so gepusht, dass der wieder gelöscht wurde. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, das ist geisteskrank süß. Ja, da steht auch ein echtes Geburtsdatum, also. Nein, nein. Das ist falsch. Das ist einfach Misinformation. Das könnt ihr nicht wissen. Ich habe nämlich mein echtes. Ich wollte mich immer... Oh mein Gott, die Fotos. Dann mein YouTube, mein Twitch, mein Twitter, mein Instagram, mein Facebook. Was ist Facebook? Okay, was gibt's noch? Allgemeines. Oh, warte cool. Kurz. Alles, was ich gemacht habe. Guck mal, die Reisen, alles. Nach Namibia, mein Gaming-Kanal. Ja, ja. Das ist so gut voll gemacht. Voll süß gemacht. Das ist einfach richtig professionell gemacht. Also Respekt. Auf diesem Tab wollen wir euch einfach Fanart zeigen. Sie wurden alle mit echt... Ich bin noch nicht da, warte doch. Fanarts. Jede Woche wollen die dann neue zeigen. Was? Ja, die Seite bleibt aktiv? Ja, die wollen einen neuen Content drauf machen. Das ist voll cool. Oh mein Gott. Eigentlich müsstet ihr da, eigentlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn Jim, ich weiß es nicht, versucht irgendwie ein Forum da einzubauen, wo ich alle austauschen könnt. Oh, das wäre mega cool. Das wäre richtig geil. Wir helfen irgendwie, wenn ihr irgendwas machen wollt. Wir haben ja voll viele Kontakte auch zu Programmierern und sowas. Und wenn ihr irgendwas da wirklich mitmachen wollt, dass ihr so wirklich ein Forum daraus macht für die Community, das wäre ja mega geil. Guck mal, hier gibt es ein Gästebuch. Oh. Alle so, oh, das ist so schön. Danke, danke, danke an alle, die damit zu tun haben. Falls ihr euch übrigens fragt, wo wir hier sind, das ist Afrika. Das ist jetzt schon die dritte Safari im dritten afrikanischen Land, die ich mache. Wow, das ist ein bisschen windig hier. Ich habe auch in Namibia die ganze Zeit gefilmt, aber ich habe euch am Ende nicht gezeigt, was wir erlebt haben. Es waren einfach so viele Eindrücke, die ich irgendwie alle nicht verarbeiten konnte und zu einem Video packen konnte, weil wir so viel erlebt haben, so viel gesehen haben, mit so vielen Menschen geredet haben. Umso glücklicher bin ich aber, euch jetzt diese Safari zeigen zu können. Thank you.
Um ehrlich zu sein, war das jetzt nicht die beste Safari, die ich gemacht habe. Es war sehr touristisch, man hat sehr viele Zäune gesehen. Überall, wo Tiere waren, war vorausgesetzt, dass Tiere waren. Wenn ihr versteht, was ich meine, es gab Fütterungsstellen. Deswegen habe ich vielleicht doch nicht ganz so viel gezeigt, wie ich zeigen wollte. Aber ich war ja mit Kelly in Tansania. Wir waren mit dem WWF dort und haben ein Projekt gestartet, das Save Selous heißt, für das wir dann auch einen Webvideopreis bekommen haben. Wenn ihr euch mehr für Afrika und Safaris interessiert, dann verlinke ich euch einfach die Playlist mal unten. Schaut da gerne vorbei. Ich finde immer noch, dass viel zu wenig Leute diese Videos gesehen haben. Es war zu einer Zeit, wo YouTube sehr blöd war. Bevor ihr das tut, willkommen im Garten von Cape Town. Now you're taking a photo of this plant. It looks very interesting. Yes, it does. It looks like, what kind of plant does this look like? Like a palm tree. Like a palm tree. Come and feel this. Yeah. It's rock hard. Gorgeous. Gorgeous. It's actually, it's like a dinosaur. It's a dinosaur type plant because it is so old. And dinosaurs would be eating these plants as food. Then you can get a situation where some guys are having the golf game of their life. They are getting hole in one and, you know, oh, and it's like the game that they're going to play. This bush is what I refer to as the golf ball eating bush. And I'm just going to show you how clever Mother Nature is. Mr. Photographer? Oh yeah. Take that piece. Thank you. Just put it in your tongue. Okay. Kannst du auch von dir die Busche zu essen? Nein, so lecker. Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, machen wir gerade eine ganz wundervolle Tour durch diesen wahnsinnig schönen Garten. Ich glaube, ich habe sowas Schönes noch nie gesehen. Es ist ein Lerngarten und es gibt hier so viele Pflanzen, die man auch in der Wildnis findet und die einem helfen können im Alltag. Wie zum Beispiel dieser Baum hier. Wenn man diese kleinen Blätter hier nimmt und ausdrückt, dann machen sie so ein Sekret, dass man sich auf Wunden schmieren kann, das so ein Heilmittel ist für Wunden. Das ist nur eine der Sachen, die wir heute gelernt haben. Und wenn ihr mal schaut, da hinten, da steht so eine Schulklasse. Und das ist genau das, was die lernen. Von der Grundschule an gehen sie einfach schon hier in diesen Garten und lernen solche Dinge, wie man in der Wildnis überlebt und welche Pflanzen einem helfen. Das finde ich mega schön. Ich stelle mir vor, dass diese Kids, die so aufwachsen, ein ganz anderes Bewusstsein für Natur haben und viel mehr Respekt davor haben. Das wünschte ich mir bei allen Leuten. Der nächste Stop, den wir gemacht haben, ist in einem Fischerdorf, was etwas sehr Untouristisches ist, weil hier viele Locals einfach wohnen. Das ist halt nicht was, wo man hingeht, wenn man Touri ist. Hinter mir seht ihr Boote, das ist eines der großen Boote. Ich zeige gleich nochmal die anderen Boote. Oh, alles klar. Die Fische, die ihr hier seht, die sind vor nicht mal 6 Stunden gefangen worden. Also super, super frisch, während Fische im Supermarkt gerne mal schon 6 Tage alt sind. Das riecht nach Fisch, weil es halt so frisch ist und weil alles verwertet wird. Und das Ganze mag jetzt zwar super schön und idyllisch aussehen, hat aber natürlich auch seine negativen Seiten. Wenn kein Fisch gefangen wird, verdient man nichts. Und der Fisch ist so günstig, dass man einfach mit einem Tag weniger, an dem man keinen Fisch verkauft, wow, ist schon wieder so krankwindig, einfach ein bisschen um seinen Lebensunterhalt bangen muss. Wie schmeckt? Dummermaßen lecker. So gut. Der Fisch, den wir hier jetzt gerade probieren, nennt sich Snook. Snook? Snook. Und das ist der Local-Fisch quasi hier. Also das essen wirklich dann die Leute, die hier wohnen, die hier arbeiten und wir.
Shorty can lose you. Shorty can lose you. Shorty can lose you. Shorty can lose you. Oh my god. 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 Shorty can lose you.